es ist immer schön, wenn ein junger Spieler die Chance und die Möglichkeit hat, um in der National League zu spielen. Und es macht uns Trainer auch Spass, um zu sehen, hey, die sind durch unser System gegangen. Der grösste Unterschied ist sicher Geschwindigkeit, also sicher der Speed. Ich denke, wenn einer den Call-up überkommt für die NL, haben die anderen dann schon auf. Ich habe die Chance, um können oben spielen, wenn ich alles gebe. Und dann ist es ein Ansporn, denke ich, alle anderen, ich will auch. Am Morgen sicher eigentlich das erste Krafttraining. Das ist am Morgen. Und nach dem Krafttraining gehen wir aufs Eis. Eine Stunde, ein bisschen mehr. Jeden Tag aufstehen und es muss dir bewusst sein, wieso du das alles machst. Du kannst nicht einfach aufstehen und sagen, jetzt gehe ich mal wieder aufs Eis und ich nehme das Eistraining halt so, wie ich getroffen bin. Ich glaube, du musst mit einem Mindset in jedes Training reingehen, dass möchtest du besser werden, dass möchtest hart arbeiten, wenn du merkst, an Tagen, wo du ja, wo vielleicht mal ein bisschen müder bist. Ja, am Schluss entscheidet eigentlich Dan, wer dass er in der National League will. Ich entscheide mit dem Roger zusammen, wer spielt bei uns von der U20. Also das entscheidet schlussendlich der Trainer. Was wir extrem sein müssen, ist flexibel. Auch die Spieler. Du kannst am Morgen um 8 Uhr hierher kommen, hast das Gefühl, du gehst in den Kraftraum und dann heisst es, nein, du hast NL-Training. Und das ist gut, dass wir alle hier im OIM zusammen sind und so nahe aufeinander. Okay, ist meine absolute Priorität Nummer 1. Das definitiv. Arbeiten gehört dazu. Aber ich weiß, wieso ich es mache. Ich weiß, wieso ich die Ausbildung mache. Das ist wichtig, dass ich, wenn ich das nachher fertig habe, dass ich etwas in der Hand habe. Dass, wenn es mal später rein ist, mit dem Hockey nicht sollte klappen. Dass ich weiß, wo ich weitermachen kann. Und man sieht es auch ein bisschen Jungs, die wirklich eine Ausbildung haben. Oder drinnen sind, die bringen auch die Leistung. Wenn die Ausbildung in der Schule alles stimmt, dann stimmt es im Hockey auch. Und wenn du nur Hockey hast, im jungen Alter, ist es, denke ich, sehr schwierig, Tag zu auslasten. Und die brauchen Beschäftigung. Seit klein ist immer gewünscht, ich bin hier von Zug. Für mich war das immer ein Traum, mal mit der ersten Mannschaft zu spielen, zu trainieren. Und als ich das erfahren habe, bin ich mega glücklich. Und ja, habe mich einfach mega gefreut, dass ich das mal so miterleben darf.